Ein Riesenvorteil ist die Unabhängigkeit von einem Trainingspartner. Mobil lässt sich super schnell aufbauen. Es besteht Power Return Board Mobil lässt sich super schnell aufbauen. Es besteht aus zwei mobilen Boards und einer leichten Holzkonstruktion. Die Produktbeschreibung verspricht einen Aufbau innerhalb von 30 Sekunden. Das Return Board ist tatsächlich innerhalb von ein paar wenigen Handgriffen aufgebaut. Es steht stabil und fällt nicht um. Mithilfe der sogenannten Level-Leiste lässt sich der Blockwinkel reproduzierbar einstellen. Anhand der Zahlen kann man den Blockwinkel exakt und nach Belieben einstellen. Je nach Abstand zum Tisch kann ein früher oder später Block eingestellt werden. Auf der oberen Holzplatte befinden sich Beläge aufgeklebt, die den gegnerischen Schläger imitieren. Sie sind sehr griffig, sodass der Ball durchaus realistisch wieder zurückfliegt. Ein Riesenvorteil ist die Unabhängigkeit von einem Trainingspartner. Das Returnboard ist immer zuverlässig und wird nie müde. Und der Gerät ist immer vor Chef in Geschäft. Wir können Vorhand-Konter spielen, Rückhand-Konter, Vorhand-Topspin, Rückhand-Topspin. Eine Kombination aus den Schlägen können wir trainieren. Auch Rückhand-Flip und Vorhand-Flip sind möglich. Die kleine und große Beinarbeit können wir mit verschiedenen Ballwegen trainieren. Wir können uns am Returnboard einspielen, kleine Übungen spielen, aber auch ein Techniktraining absolvieren. Das Returnboard gibt uns direktes Feedback über die Rotationsstärke, also wie viel Rotation wir wirklich mit unseren Schlägen spielen. Außerdem spüren wir schnell, ob bei unserem Topspin reiner Überschnitt oder doch vielleicht ein bisschen Seitschnitt mit enthalten ist oder nicht. Auch bei unseren Aufschlägen bekommen wir unmittelbares Feedback über die Rotation. Wir können viele Wiederholungen spielen, die im Tischtennis so wichtig sind, um Schlagsicherheit zu erlangen. Positiv überrascht, wie gut man mit einem solchen Returnboard trainieren kann. Das Returnboard für eine super Trainingsergänzung neben dem normalen Trainings- und Spielbetrieb. Wir können unabhängig von einem Spielpartner, unabhängig von einem Trainingspartner, der uns vielleicht kurzfristig abgesagt haben, trotzdem unser Tischtennis trainieren. Falls ihr noch weitere Infos darüber haben wollt, welche Returnboards, welche Varianten es gibt, was man mit welchen Returnboards am besten trainiert, dann geht doch einfach auf die Internetseite, die ich hier unten einblende, returnboardshop.de.